Es ist Zeit fürs Qualifying hier in Spa. La Source, Blanchimont, Eau Rouge, Namen von Kurven und Streckenpassagen, die jedem Formel-1-Fan auf der Zunge zergehen. Es ist immer schwierig vorherzusagen, wer sich in Spa gut schlagen wird. Im Laufe der letzten Jahre waren es jedoch Fahrer von Red Bull, McLaren und Ferrari, die überwiegend hier geglänzt haben. Ferrari kann hier auf 16 Siege zurückblicken, aber ich würde Red Bull einen Vorteil einräumen. Die schaffen es immer, hier etwas Besonderes zu zeigen. Red Bull wird, glaube ich, meiner Meinung nach nicht mitmischen. In dieser Session musst du nicht bis ans Limit gehen. Unser Tempo sollte locker reichen, um die Quali zu schaffen. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2015. Bei der Profisorge, ich ziehe auf jeden Fall keinen Optionsatzreifen auf hier. Ja, wir wollen das hier mit dem Prime machen. 12 Kilo muss ich ja schon mitnehmen. Gut, ich kümmere mich um die Änderungen. Guck lieber nochmal nach. Ich hasse solche Funksprüche. Kannst du nicht einfach sagen, wir haben nichts geändert? Ja, es ist das richtige Setup, okay? Du kriegst Kilometergeld, von daher kannst du doch mal 5-mal laufen. Fertig. Der kriegt Kilometergeld. Wir sind ja hier bei Ferrari, der kriegt Kilometergeld. So. Das wird reichen. Ich denke mal, in der 50er-Zeit wird schon reichen. Und fürs Q3 wird er 49 reichen. Und für die Pole-Position reichen 48 tief. Das sind so ein bisschen meine Vermutungen. Aber dass die uns auf Options raus haben wollten. Hier oben, es hackt wohl ein bisschen bei denen. Also wenn ich dann im Lotus in Brasilien es ins Q3 schaffe, mit dem Prime, sollte das mir jetzt spanisch doch locker gelingen. Trotzdem fahre ich mal auf Mager, weil ich habe den Red Bull vor mir, obwohl den Red Bull sollte ich lieber attackieren. Oh Gott, der hat gar keinen Speed drauf. Wow. Ist das Rosberg oder Hamilton? Das ist Rosberg. Ach, der... Wir fahren hier schon ein kleines Rennen. So, die da ihres Ding fahren. Dann... Och, das sagst du mir jetzt aber früh, ne? Also Q2 wird dann wohl unter Regen stattfinden. Okay, dann müssen wir mit Inters fahren. Und Q3 müssen wir dann mal sehen, also abwarten. Das ist mir auch in Ungarn ist mir das zum Verhängnis geworden, dieser Wetterumschwung. Mal schauen, wie das jetzt hier so ausgehen wird. Ich habe keinen großen Vorsprung auf den Red Bull, da werde ich auflaufen, glaube ich. Ja, sollte trotzdem reichen. Muss reichen, also schnelle Rundenzeit auf dem Asphalt legen. Mit Fett geht's los. Und mit stehenden Rädern in Anbremsen Kurve 1. So, jetzt fahren wir natürlich wieder mit den Primes, die sind mir so ein bisschen unbeliebt. Ja, Fett, das spürst du jetzt deutlich hier, knapp 357 fast. Oh, da habe ich jetzt schon was gespürt im Vergleich zum Standard. Das waren ja fast 5 Stundenkilometer schneller. Und das passiert sich dann, das könnten dann 2 oder 3 Zehntel sein. Die waren nur alleine dadurch gut, man, durch Fett. Ich glaube, das Fett, das spürt man dann nur kurz beim Rausbeschleunigen aus der Kurve. Da spürt man das. Ich glaube, ansonsten nicht. Also das ist die Wirkung am besten. Wenn man da nur noch Vollgas geht. Also wenn die Runde zählt, reicht die auf jeden Fall, um weiterzukommen, weil ich hole auf den Red Bull ja deutlich auf. Und nach meiner Einschätzung müsste die jetzt schon zählen. Oder die müsste zählen.
Da hatten wir jetzt auch 350 circa drauf. Und die zählt 1,487. Das war eine absolut fehlerfreie Runde. Und die reicht auch schon locker zu weiterkommen. 1,487. Wetterbericht. Das Radar zeigt an, dass es in den nächsten 10 Minuten leicht zu regnen anfängt. Okay. Wenn die Rundenzeit jetzt mich nicht gelten würde, dann wird da nicht P1 neben meinem Namen stehen. Und Chef hatte nicht gesagt, dass die schnellste Runde momentan ist. So, was gibt es denn jetzt noch groß zu erzählen? Regen. Regen hier ist natürlich immer so ein bisschen, oh, schwierig. Da könnte die Pole Position schon wieder ein bisschen in Gefahr sein, aber ich gehe mal davon aus, dass man das trotzdem mit dem Ferrari natürlich auch noch schafft. Dann wird aber das Abkürzen. Dann wird das Abkürzen aber noch ein größeres Thema werden. Das kann ich euch auf jeden Fall verklickern. Und das nächste Problem ist, halten die Inters überhaupt die ganze Session? Oder ruiniert man sich die relativ schnell? Das müssen wir mal gleich kontrollieren, nochmal in der Boxengasse. Wir müssen nämlich in der Prüfung auf alles gefasst sein. Auch auf einen plötzlichen Dreher irgendwo eines Williams, das im Kiesbett endet, weil er sich mit dem Red Bull in die Quere gekommen ist. Ja, mit allem muss man hier rechnen. Gab auch keine Glitch-Strafe diesbezüglich. Also auf dem Red Bull habe ich ja wieder ordentlich aufgeschlossen. Ja, genau, wir fahren mal kurz durch den Red Bull durch. Also jeder ist jetzt einmal rausgefahren. So, mal gucken, was die Hinterleute machen. Der kriegt auch einen Klaps ab, okay. Und dann parkt der eine da hinten, dann nimmt der den Wagen. Dann sieht man das immer nur, was die vorne machen. Jetzt sehen wir mal, was die da hinten machen. So, dann schieben der rein. Ach, guck mal, der eine guckt, der guckt. Okay. Ach, der eine Wagen ist jetzt ganz nach hinten gegangen, seht ihr da? Schöne. Ich glaube, in dem Stuhl sitzt uns aber Sebastian Vettel in der Animation, oder? Da hinten, oder? Ich glaube, da hinten ist sonst immer hier VIP-Bereich da hinten von Ferrari. Interessanter Blick. 6 Zehntel. Oh, 6 Zehntel ist viel. Rosberg schnellster im Mittelteil. Boah, 4 Zehntel ist viel im Mittelteil. Aber Schlusssektor und erster Sektor vor allen Dingen. Ist doch schön, also ich nehme 4 Zehntel mit. Aber der erste Sektor, der ist richtig krass. Im zweiten Sektor, wo könnte ich da Zeit verloren haben? Wo könnte ich im zweiten Sektor Zeit verloren haben? Oder wo verliere ich da Zeit? Gut, auf dem Rosberg sind es fast 4 Zehntel. Aber er verliert im ersten 6 und im Schluss 2. Ich würde es jetzt eine Verarsche finden, wenn er mir jetzt sagen würde, mich gleich auf die 20 setzen würde. Okay, wir haben eigentlich schon unser Viertes ausgeschieden auf 16. Alonso, Button, Stevens und Mary, weil es wird jetzt regnen. Und da wird keiner mehr nach vorne teleportiert werden, da bin ich mir auch relativ sicher. Apropos relativ sicher. Inters, wir wollten auch den Inters-Reifen mal kurz schauen, ob die wirklich eine Session halten oder nicht. Okay, 21 Runden ist es auch nicht gerade die Welt. Die Reifen sollen doch langsamer sein als die Trockenreifen, okay. Wenn du mein Spiel. Ist auch mal so ein bisschen, ja. Rätselraten. Ich habe gesagt, 1,50 wird reichen. Wir sind bei einer 1,51. Also mit dem Ferrari brauchst du mal gar nicht ans Limit gehen. Eine traurige Leistung von Alonso. Das Team hat auf einen Platz unter den schnellsten 10 gehofft, doch jetzt ist schon nach den ersten Minuten Schluss. Ja, also die 5 Leute sind gleich geblieben. Alle auf den Options, auch Perez, aber die Top-Leute sind alle vorne geblieben. Und das zeigt einfach mal die Dominanz von Williams, Mercedes und auch Ferrari, während Red Bull nur auf der, also 13 ist knapp und quer sogar ausgeschieden. Also die Red Bulls sind dann deutlich langsamer auf einer schnellen Runde. Und das Wetter ist... Ach du Scheiße, ne.
Ach du Scheiße, ne? Das ist ja voll mit Bedingungen. Es regnet in der Box, sogar hier drin. Spiel, ja, ne, ist klar. Für die derzeitigen Bedingungen würde ich dir einen Satz Regenreifen empfehlen. Und mehr Sprit. Lass es anfangs ruhig angehen, die Strecke ist. Das regnet hier rein! Ja, ne, ist klar! Habt ihr kein Dach? Habt ihr das Dach vergessen? Oder ist das. Oder soll das ein Signalisieren heißen? Okay, Jungs, hier ist es gerade stürmisch. Oh mein Gott. Also hatten wir schon mal Fullbett in der Profisaison? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wetterbericht. Okay, das heißt, wir fahren mit dem hier durch. Oh ja, oh mein Gott, jetzt wird. Versuch bitte die Bremsen zu erwärmen. Alles klar. Ey, das wird eine Spazierfahrt wird auf keinen Fall werden. Auf einmal haben wir dann hier Fullwettbedingungen. Ja, ist doch herrlich. Was hat hier der Stefan drüber gesagt? Unberechenbares Wetter. Da haben wir es. Boah, soll man hier auf Fett fahren oder nicht? Waren das jetzt die Vorderräder, waren das jetzt die Hinterräder? Die Reifen sollen 31 Grund haben, das heißt, die können wir ausreizen. Wetterbericht? Der starke Regen wird eine Weile anhalten. Wir haben mindestens 20 Minuten starken Regen vor uns. Also dann werden wir das auch wahrscheinlich. Okay, das war die Streckenbegrenzung. Ja, das wird jetzt sehr interessant werden. Da lege ich mich nämlich auch fest mit der Streckenbegrenzung. Ich fahre auf Mager. Da. Und auf Standard ist mindestens Pflicht. Eine Safety-Runde legen wir hin. Da muss ich den Gang runterschalten, okay. Also Safety-Runde in dem Sinne. Wir schauen erstmal, was das Auto überhaupt macht. Bei den Bedingungen. Also da denke ich jetzt mal gar nicht dran, an schnell zu fahren. Sondern erstmal eine Zeit zu markieren, die einfach nur reicht. Die einfach nur zählt. Okay, bei... Jo, da ging ich jetzt sehr vorsichtig ran, aber das musste man auch. Eine Safety, und also den sauber, den sollte ich dann versuchen schon einzuholen. Das geht quer im vierten Gang. Oh, dritter Gang. Vollgas raus. Das war neben der Strecke. Ich sehe gerade die blinkenden Lichter, okay. Zeit ungültig. Aber ich hole auf den Sauber hier auf. Also von der reinen Speed her bin ich schneller. Deswegen fahre ich da jetzt nochmal ganz kurz dran vorbei. Da muss ich nur runterstellen in den siebten, das reicht schon. Das ist ein Toro Rosso. Ja, Runde zählt nicht. 2 Minuten und 1. Die 100 hat nicht gezählt. Wirklich sauber war sie auch nicht.
Okay, so kann man nur ruhig durchfahren. Wir sind auf P12 gefallen. Ja, ja. Ja, bleib mal ruhig. Wir haben noch keine gültige Rundenzeit. Das ist mein Knackpunkt gerade. Wir werden auch auf jeden Fall noch eine gültige Rundenzeit bekommen. Die Kurve war das nicht. Es war die nachfolgende. Da am Ausgang, glaube ich. Da war das, wo das Spiel das reingedrückt hat. Und willst du mir wieder reindrücken? Was? Auto? Okay, die kann man auch nicht voll nehmen. Vielleicht kann man die doch voll nehmen, wenn ich nicht die Toro Rosso vor mir hätte. Boah, ich habe keine freie Runde hier. Einmal bitte Platz machen. Schön. Ich habe noch keine gültige Rundenzeit. Ich weiß. Weil selbst Streckenbegrenzungen sagt das Spiel schon reicht. Das, oder reicht dem Spiel schon, um zu sagen, gültige Rundenzeit. Deine Zeiten für Sektor 1 und 3 sind lila, aber die in Sektor 2 ist dürftig. Sagt er jetzt Referenzwert, jetzt glaube ich nur. Ganz kurz auf der Bremse stehen, das ist das Optimale. Und sofort wieder auf Vollgas gehen. Und wenn der sagt, erster und letzter Sektor sind lila. Gut, beim ersten Sektor glaube ich ihm das auf jeden Fall. Und der Mitte, der kann nur dürftig sein. Weil ich ja jedes Mal einen vor mir hatte. Ich habe auch schon überlegen, ob ich meinen dritten runterschalte. Oder diesmal habe ich noch länger gewartet. Ja, den zweiten Sektor, der schmeckt mir gar nicht unter den Bedingungen. Wetterbericht. Tut uns leid, aber diese Information, Gott sei Dank. Das hört man mal gerne. Das heißt, es wird besser. Ich will jetzt einfach nur mal eine Runde safe haben. Die einfach nur zählt. Und die zählt. P3. Ist offenbar viel Zeit in Sektor 2. Das ist mir durchaus bewusst. Aber wir haben jetzt eine Runde. 15 Minuten, bis der Starkregen in leichten Regen umschlägt. Aber wir haben eine Zeit und das ist mir das Wichtigste. Diesmal habe ich sie nur gelupft. Sag mal, wie viel Abtrieb der Ferrari da generiert. So. Sektor 2 war dürftig, sagte er. Das war schon neben der Schrecke, alles klar. Das ist ja gar. Also im Regen ist das deutlich schwerer. Deutlich schwerer im Qualifying da punktgenau zu fahren, gerade hier. Dritter Gang ist auf jeden Fall angenehmer. Ja, wann kannst du da wirklich auf Vollgas gehen? Das dauert und dauert und dauert. Gut, P3 reicht natürlich. Das ist natürlich noch vor unser Teamkollegen. Also das ist das Minimum. Noch 5 Minuten.
Ach, das zeigst du mir immerhin an. Das ist die einzige Info, die ich bekomme. Interessant. Gut, ich glaube, das siehst du einfach. Oder das bekommt man eingeblendet, damit du es kalkulieren kannst. Aber wäre auch ein bisschen unfair. Da müsste dein Chef sagen, noch 5 Minuten. Okay, die geht jetzt auch schon langsam wieder voll. Wir haben 2 Sekunden schneller. Konzentriere dich auf Sektor 2. Ah, ganz langsam ist mal raus beschleunigt. Strecke wird schneller. Die Bremse in den nächsten paar Kurven. Die Bremse ist zu kalt. Strecke wird deutlich schneller. Brauchst du, glaube ich, noch keine Interstbedingungen. Auf keinen Fall. Das sind schon Interstbedingungen? Ja, selbst wenn. Ich habe keine Zeit mehr zu reagieren. Ist auch schon wieder neben der Strecke gewesen. Wir sind auf P5 gefallen. P5 im Grid. Okay. Es sind schon Intermediates-Bedingungen. Oh Gott, jetzt werde ich nochmal gnadenlos durchgereicht. Ich habe keine Zeit mehr zum Wechseln. Ich habe keine Zeit mehr zum Wechseln. Die Strecke wird besser, also da muss ich auch meine bessere Rundenzeit jetzt mal hinknallen. Ich habe noch 2 Runden gleich. P6. Ich kann ihn nach dem Treibstoff fragen, was ist denn das? Fährt ein Mercedes jetzt vor mir. Okay, der fährt rein. Ich bleib auf Standard. P6. Hier unten werden alle schneller. Das reicht noch für 2 schnelle Runden. Also schneller werden alle Runden momentan. Nur es gibt immer eine Stelle, wo ich abkürze. Nee, war nicht abgekürzt. Okay, wenn die Räder jetzt eigentlich schon stehen, dann könnte man eigentlich schon meinen, es ist schon fast Zeit für Inters. Wetterbericht. In etwa 10 Minuten sollte das Wetter auf leichten Regen umschlagen. Die lässt sich jetzt auch angenehm beim 4. fahren. Dritter Gang, 4. Gang. 6. Gang, 3. Gang. Sieht bis jetzt noch sauber aus, die Runde. Da wird man auch schon wieder halb das Sack kommen. Da auch. Gut, auf dem Körper rauszubesteigen ist auch nicht unbedingt sinnvoll. So, voll oder nicht voll? Nicht. Nee, ich lupf lieber. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Gut, ich werde zwar weiter, aber ich möchte jetzt nochmal zeigen hier, dass die eine Runde auch noch funktioniert. Jawohl. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Das sollte reichen. Scoutus Teamkollege. Wir sind auf P4. Wer fährt denn da jetzt noch raus? Mein Teamkollege fährt jetzt noch mal raus. In den letzten Sekunden. Ich glaube, ich bin bei euch. Ah, das könnte jetzt aber interessant werden.
Der soll man mir gleich vorbeifahren. Das hat nämlich einen Grund. Der Regenreifen noch drauf. Boah, das siehst du so schlecht. Wie kam ich dir auf die Idee, bei Regen blaue Reifen aufzuziehen? Da musst du eine helle Farbe nehmen und nicht eine dunkle Pirelli. Ich habe es nicht erkannt. Sie müsste blau sein, weil grün ist heller. Der grün ist heller. Ja gut, wie dem auch sei, das reicht für Q3. Wetterbericht. Das Wetter sollte in 10 Minuten besser werden. Leichter Regen in 10 Minuten. Gut, 10 Minuten, so lange geht die Pause. Alter, da habe ich so viele Verwarnungen bekommen. Du wiederholst dich. Der Starkregen wird noch 10 Minuten dauern und dann in leichten Regen übergehen. Oh mein Gott, das macht so viel Spaß, sie zu ärgern. Ja, der muss auf Regenreifen fahren. Kann ich nochmal genauer gucken? Wenn er jetzt reingestochen hätte, hätte ich das gesehen. Ja, die sind blau. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher gewesen, dass die blaue sind. Ja, jetzt bin ich nochmal sehen. Ja, man erkennt es ganz leicht. Alter, das ist ja ganz schwierig, ey. So, die letzten Sekunden in dieser Session. Ah, wir sehen gleich von der Außenkamera, wie Kimi aufgebockt wird. Wieso fahren wir noch mal raus? Ist beendet. Nun machen wir kurz Pause, bevor die Wagen wieder für das Top 10 Shootout aus den Garagen kommen. 1,58,4. Okay. Ausgeschieden sind Roman Grosjean auf der 11, NASA auf 12, 13 Ericsson. Ein bisschen eine Überraschung. Maldonado auf der 14, Carlos Sainz auf der 15. Ne, keine Überraschung dabei. Rennleitung. Huhu. Ja, Runde 3 und Runde 6. Genau, der Rest war ungültig. Und dem ich ja eh nicht einmal. Und da kann ich nicht sagen, irgendwo wird es auch die Strecke verlassen haben. Okay, okay. Inters? Sieht nach Inters aus. Es soll aber trocken werden. Ne, ich fahre lieber eine Runde. Dann habe ich ein Gefühl dafür. Dann habe ich wenigstens ein Gefühl. Die Strecke ist nass. Verschaff dir ein Gefühl für die Bedingungen, bevor du richtig Gas gibst. Jawohl, Chef. Boah, das finde ich aber dann schwierig. Nochmal von Inters auf Trockenreifen, dieser Umschwung. Einige schnelle Rundenzeiten. Die legen einen Zahn zu da draußen. Und dann ist auf den Punkt zu bringen. Das wird doch das ist doch saumäßig schwer. Den habe ich mit dem Schreck abkürzen. Also im Qualify merkt man das besonders, das Schränke abkürzen. Also im Rennen ist mir das jetzt nicht so aufgefallen, aber im Qualify in Jeco Miway. Sauber und gleichmäßig beim Herausfahren, bitte. Der Grip muss bis zur schnellen Runde halten. Mach Platz und achte auf den Verkehr hinter dir. Wetterbericht. Boah, jetzt muss ich gleich timen. Weil davor ist es meistens schon Zeit für trockene Bedingungen. Also das wird jetzt hier eigentlich nur, ja, ein kleines Training werden, weil die schnellen Runden, die werden gleich auf den Trockenreifen kommen. Weil laut dem Bordmonitor waren es schon in 10 Minuten und Wetterbericht. Ich sag den 15 Minuten. Jo, das war daneben. Muss ich mal gleich schauen, ob ich da den 6. Gang bevorzuge oder den 5. Wahrscheinlich dann doch eher den 6.
So viele Sprinter habe ich jetzt noch nicht mitgenommen, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Ich glaube für 5 Runden. Also wirklich nicht sehr viel. Ist fett, okay. Der ist wieder noch nicht aktiviert. Könnte schon fast Zeit für Trockenreifen sein. Die Bremsen sind zu kalt. Du musst sie etwas aufheizen. War nicht sauber. Das war nicht sauber durchfahren. Aber die 350 kommen wir da hin. Ja, aber jetzt ist der DS auch wieder aktiv. Jetzt wurde das DS aktiviert. Die Kurve kürze ich wohl gerne ab, weil da drückt man ja auch hier wieder eine Verwarnung rein. Die Kurve auf einmal die Kurve. Also im Training hatte ich ja nicht solche Probleme mit dem... Boah, abkürzen. Aber im Regen habe ich da doch mehr Probleme. Weil da fährt man übers Limit gerne hinaus. Aber mit dem Trockenreifen hat sie es in Grenzen gehalten. Eigentlich kann man reinfahren und jetzt einen Option-Reifensatz aufziehen. Aus dem ganz einfachen Grund der Tatsache. Wir haben die Sitze. Wir wollen nichts sparen. Ich wollte nochmal nach dem Wetterbericht fragen, aber das brauche ich jetzt nicht wissen. Der Williams beendet die Runde. Mit dem Risiko schien es. Na gut, kein Risiko, die Runde hätte eh nicht gezählt. War ja da oben diese Rechtskurve, wo ich am Anfang gesagt habe, oh, die will ich nicht unbedingt abkürzen, aber auf einmal kürzt es ja dann doch ab. Habe da auch eher gedacht, dass der Ausgang der entscheidendere sein wird. 1,558. Okay, wir haben jetzt noch 6 Minuten circa. Ja, die Runde ist lang. Und das ist es halt. Die Runde ist lang. Boah, Schlusssektor ist doch zu langsam. Einmal die Reifen bitte. Es geht jetzt aber rasant nach unten. Die sind noch schneller. Die gehen ja richtig rasant runter, ne? 6 Minuten, dafür könnten wir theoretisch durchfahren. Den Reifensatz geben wir ja eh ab. Geben wir nochmal die Spritanzeige. Ich nehme 1 Kilo mehr mit. Und raus. Und raus jetzt. 5,50, ein bisschen schlecht getimt sehe ich gerade. 5,50, 5,30, wenn wir raus sind. 2 Minuten, 3,30, 1,30, reicht nicht. Ist schlecht getimt. Das heißt, ich komme bei 5,40 raus, aber glaube ich nicht. Eine saubere Runde wird erstmal das oberste Ziel sein. Die fahren jetzt noch. Die fahren gerade und die fahren jetzt rein. Jetzt sind sie bei 4, bei 4 fahren sie wieder raus. Circa. So, wie gesagt, den Reifen, den können wir verbraten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt sind es noch 5 Minuten. Der Sektor geht, ja, 5:30 waren wir draußen, genau. Bei 5:30 waren wir draußen, ja.
wenn ich 1,50 jetzt fahren würde schon. 10 Sekunden, dann könnte es reichen. Dann könnte es knapp reichen. Oh, der Bottas fährt noch irgendwo hinter mir, oder? Da haben wir auf jeden Fall einen Williams. Oh, die, die KI wird es auf jeden Fall nochmal schaffen, reinzufahren, sich einen Reifensatz zu holen und dann schnell zu fahren. Momentan glaube ich noch nicht, dass wir der 48 fahren können. Der Streitreifen ist sowieso frisch wegen Q2. Der ist zwar schon offen, war ich mir jetzt unsicher. Perfekt. Wetterbericht. So, jetzt volle Konzentration. Für den Mitteteil, gerade den Anfang. Ein bisschen anders gefahren. Die Sicherheitsrunden sind eigentlich vorbei. Hier muss man auch nicht unnötig zu weit rausfahren. Das macht man nämlich da auch ziemlich gerne. Das war noch drauf. Es gibt eigentlich nur noch die Buschkopfschikane, wo ich mir das vermasseln könnte. Und es wird nur noch für eine schnelle Runde halten. Ja, das wird nur für eine Runde reichen. Bisschen zu lange vertrödelt in der Boxengasse, ja. Okay, Gas geben, Gas geben. Die Runde muss nämlich auch noch gezählt werden, die wird nämlich auch noch mal schneller. Achtundvierzig ist schon fast Pflicht. Oder müsste nach meinen Kenntnisstand noch zählen? Trockenreifen habe ich da echt weniger Probleme mit. Ich denke mal, dass man das ein bisschen gewohnt ist. Das sollte nicht reichen. So bitter eigentlich. Und danach sind die optimalen Bedingungen. Wer jetzt über Skazil fährt, hat die besten Bedingungen. Und er müsste zählen. Es sollte, laut Display reicht das. Was ist es am Ende? Was ist es am Ende? Man weiß es nie, man weiß es nie. Aber ich denke mal, es hat gereicht. Das war nochmal eine Sekunde schneller. Die Runde hat gezählt. Was für ein Tag für Vettel und sein Team.
Er ist die schnellste Runde der Session gefahren und steht damit auf der Pole. Was für eine tolle Session für das Team. Für dieses Ergebnis haben sie hart gearbeitet und diese harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Boah, also für Options habe ich da echt weniger Probleme mit gehabt, dass die Rundenzeit zählt. Aber auf Inters und vor allem auf Full, weil auf Inters war es auch schon kritisch, aber auf Full war es noch kritischer. Und Rosberg und Master haben keine Zeit mehr hingelegt auf Options. Back, back, back. Pole Position, juhu, von Lewis Hamilton, Bottas auf der 3, Raikkonen auf der 4, Ricciardo auf der 5, Verstappen, Schumacher, 6, vor beiden, Force India, Hülkenberg und Perez auf 7 und 8 und Rosberg und Massa, wie bereits schon erwähnt, auf 9 und 10. Ja, einmal. Und wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder, wenn es wieder ist, Let's Play Formel 1 2015 bei der Profisaison.